Wir hören, dass es dem Gesundheitsminister Jens Spahn den Umständen entsprechend gut geht. Er hat in einer ersten Reaktion exklusiv gegenüber Bild gesagt, ich wurde heute positiv auf das Coronavirus getestet. Ich befinde mich in häuslicher Isolation und habe bisher nur Erkältungssymptome entwickelt. Also bislang nur Erkältungssymptome. Offenbar hat er auch kein Fieber. Allerdings, wir wissen, beim Coronavirus kommt es vor allem auf die Entwicklung in den nächsten Tagen an. Und seit wann ist die Corona-Infektion von Jens Spahn bekannt? Wir wissen davon seit 16.59 Uhr heute. Da kam die Eilmeldung über die Agenturen, dass Jens Spahn positiv getestet wurde. Es ist so, dass er laut seinem Sprecher Hanno Kautz, der übrigens genauso wie der Minister und andere seiner Mitarbeiter ebenfalls jetzt in häuslicher Quarantäne, häuslicher Isolation sich befindet, positiv getestet wurde. Er wurde dort mit einem Schnelltest im Gesundheitsministerium getestet und dort kam das Ergebnis positiv heraus. Er befindet sich jetzt in häuslicher Isolation, ist zu Hause.